Hallo und herzlich willkommen zurück zu Veggieheim. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute wird wieder geknabbert. Richtig, neue Folge. Und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu meiner Gemüse-Challenge. Wer es bis jetzt immer noch nicht mitbekommen hat, aber ich glaube, mittlerweile müsste es jeder wissen. Hier gibt es nur Gemüse und Rohkost und Fleisch ist absolut tabu. Hat bis jetzt ganz gut geklappt. Ist aktuell ein Witz jetzt ein bisschen schwierig, beziehungsweise schwierig will ich nicht sagen, spannend vielleicht, weil jetzt geht es langsam auf den Bossfight mit dem Ältesten zu. Und ich habe mittlerweile schon die Trophäen gesammelt, beziehungsweise die Kerne der Natur oder wie auch immer die heißen, um den Ältesten beschwören zu können. Aber ich bin gerade noch dabei, hier eine Taktik auszuklügeln, beziehungsweise die Umgebung den Gegebenheiten anzupassen, um dass ich nachher dann auch tatsächlich den Bosskampf relativ gut überstehe. Was ich bis jetzt gemacht habe und wie ich mir das Ganze vorstelle, erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. Bis gleich. So, jetzt sind wir auch schon wieder zurück in unserer Base und mal kurz einen Rundgang. Viel hat sich nicht wirklich getan. Ich habe ja einfach einen Zwischenboden reingesetzt und Kisten reingestellt und ja, bin nochmal rüber geschippert, habe noch ein bisschen Bronzebarren geholt und ja, bin hier wieder angekommen und habe das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet. Ist alles relativ minimal gehalten hier. Soll aber auch nur funktional sein und weil ich mich hier eh nicht großartig aufhalten werde. So, wie ihr sehen könnt, bin ich hier fleißig gewesen und habe hier drüben mal eine Brücke hingebaut, beziehungsweise bin ich noch dabei. Das werde ich heute mit euch weiterführen. Um nachher, lasst mich mal kurz hier rausflitzen. Um nachher dann auch quasi einen Fluchtweg zu haben, um immer hin und her zu kommen. Ja, weil wie ihr seht, der Altar vom Ältesten liegt natürlich ganz günstig einfach auf so einer Halbinsel und es ist echt zum Kotzen. Ich sage euch einfach, wie es ist. Das brauche ich auch gar nicht zu beschönigen. Es wird spannend, definitiv, denn mir ist gerade noch nicht so klar, wie ich das Ganze bewerkstelligen soll. Wieso habe ich eigentlich zwei Hammer einstecken? Das weiß auch der Geier. Ich würde mal sagen, wir packen gerade noch mal einen weg. Brauchen ja nicht zwei Stück mit uns rumschleifen. Wobei, ach komm, wisst ihr was? Wir behalten den zweiten Hammer einfach. Die Dinger gehen ja eh oft kaputt und dann muss ich nicht mal hin und her rennen. So, ja, ich habe hier auch einen Palisadenzaun drumherum gezogen, weil ich ständig von irgendwelchen, ja, hier Gräulingen angegriffen worden bin und das ging mir mit der Zeit echt auf die Nerven. Deswegen habe ich einfach mal einen Riegel vorgestoßen. Ein Troll hat sich tatsächlich auch schon hierher verirrt, wie auch immer der hierher gekommen ist. Durch das bisschen Dunkelwald, was hier ist. Keine Ahnung warum, weshalb, aber er war halt einfach da. Wer die letzten Folgen gesehen hat, der hat mitbekommen, dass ich jetzt verdammt nah an den Ebenen dran bin. Deswegen habe ich hier auch tatsächlich schon Moltebeeren einstecken. Und ich habe zwischenzeitlich versucht, mal einen Loks zu zähmen. Vielleicht sollte ich mal hier eine Waffe anlegen. Klappt es auch mit dem Nachbarn. Loks zu zähmen, das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert. Also einmal anfüttern konnte ich ihn schon. Es gab auch schon, also die sind hier hinten irgendwo. Es gab auch schon den ersten Kontakt mit den Fuhlingen, heißen sie. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Den Bewohnern der Ebene. Und der hat mich einfach mal komplett hops genommen. Ja, da ging halt nämlich gar nichts mehr. Und da war ich weg vom Fenster. Deswegen ist hier hinten auch ein Totenkopf. Ihr seht es ja auf der Minimap oben. Und daraufhin habe ich beschlossen, das lässt du mal bleiben. Die tun noch richtig weh. Obwohl ich meine Ausrüstung eigentlich schon aufs Maximum optimiert habe. Mehr geht gerade nicht, aber die sind einfach noch viel zu stark für mich. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber sei es drum. So, wie ihr sehen könnt, ja, das ist die Kampfarena nachher. Ja, also da ist halt. Ja, was soll ich sagen? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das hinbekommen soll. Aber wir wollen erstmal nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern wir stellen uns einfach der Herausforderung, denn dadurch sollen wir ja bekanntlich wachsen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon eine Brücke hingebaut, also schon angefangen zu bauen. War gar nicht so einfach. Ja, das sind wir so halb am Wasser und dann wieder, ja, hier, das ist quasi so die ja, Brücke, sage ich mal, um diese eigentliche Brücke weiterzubauen zu können. So, jetzt können wir hier nochmal das Kernholz aufheben. Ja, soll eigentlich mal bis hier hinten durchgehen.
Ich hoffe, ich kriege das noch hin, beziehungsweise ich würde es gerne mit euch heute weiterführen. Aber wie ich sehe, habe ich, glaube ich, gar nicht so viel Zeug einstecken. Ja, war natürlich klar. Also müsst ihr erstmal ein bisschen Holz holen. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Hier gibt es ja genug davon. Ich habe das Ganze auch mit einem Karren gemacht. Der müsste hier irgendwo auch noch rumschwimmen. Ich glaube, da vorne steht er, ne? Ne, das ist ein Holz. Da, genau. So dass ich wenigstens hin und wieder meine Stütze im Wasser befestigen konnte. Aber das klappt halt auch so mehr oder minder gut. Ist halt nicht ganz so prall. Aber ihr seht es ja selber, es hat ja funktioniert. Und es ist nicht gecheatet. Keine Dev-Commands, keine Mods, kein gar nichts, sondern einfach ganz normal pures Rumgehüpfe und Gemache und Getue. Und eigentlich wollte ich euch dabei mitnehmen, damit ihr das auch seht, dass das kein Gecheat ist oder so. Aber dann fängst du irgendwann mal an damit und dann bist du so im Flow und dann willst du gar nicht mehr aufhören. Und zack, ist schon wieder 2 Stunden vorbei. Und ja, deswegen sieht es so aus. Aber dann habe ich irgendwann auch den Cut gemacht und habe gesagt, da, den Rest mache ich mit euch. So, noch ein bisschen Holz holen. Also mein Plan für heute ist, diese Brücke fertigzustellen und alles so weit vorzubereiten, dass wir dann in der nächsten Folge uns tatsächlich mit dem Ältesten beschäftigen können. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon Ausdauertränke. Da sind noch welche in meiner eigentlichen Base in Arbeit, beziehungsweise in der Fermentierung. Und ja, ich hoffe, dass das danach erreicht und dass das ja einfach so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ich habe da noch so ein bisschen meine Zweifel. Aber wir probieren es natürlich. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das hier hinbekommen. Ich würde mal hier einen Weg bauen wollen, so dass wir hier halbwegs trocken rüberkommen. Das kann man nämlich wunderbar hier machen. Ja. Ja, man muss halt immer mit solchen Behelfsmöglichkeiten hier arbeiten. Ja, es ist jetzt, bin ich mir schon wieder ins Wasser gefallen. Aber solange ich hier stehe oder auch nicht. Ach, jetzt ist kein Dings mehr da, ne? Keine Werkbank mehr. Ich kann nur eine Werkbank bauen. Freunde, warum macht es mir denn so schwer? So. Was? Wieso habe ich denn kein Holz? Ich habe doch Holz eingesteckt. Hä? Ich habe doch da gerade einen Holzstapel zerlegt. Ach, der liegt da noch. Jetzt habe ich ihn. Ich würde sagen, hä? Ich habe doch gerade einen umgehauen. So. Ja, dann dürfte das auch kein Problem sein mit der Reichweite von der Werkbank. Da sollst du es hinmachen, Mensch. So, dann können wir uns mal hier hinstellen. Und dann versuchen wir mal hier noch einen Holzbalken zu etablieren. So, kann ich mich hier hinsetzen? Natürlich nur optisch, aber ich hätte den genauso gerne da dran gesnappt. Wie da drüben. Ja, das gibt wieder nicht. So, wie ist es, wenn ich so mache? Ach, wisst ihr was? Ist jetzt auch nicht so wichtig, dass das unbedingt hübsch aussieht. Das muss ich jetzt auch nicht haben. So, dann setzen wir es einfach unten drunter. Das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. So. Das holen wir gerade noch raus. Ich weiß, ich bin gerade echt mutig, weil ich kein Essen habe und dementsprechend auch nicht viel Ausdauer habe nachher, wenn ich wirklich absaufen sollte. Aber Leben, Leben an Limit, ne? So. Guck mal, jetzt können wir nämlich hier so machen. Und dann können wir so machen. Und dann können wir so machen. Und dann setzen wir den nämlich noch hier drunter. Und das wäre quasi unsere Brücke, die dann einfach hier rüber führt. Also ich finde,
Das könnte echt gut funktionieren, sodass ich immer schnell hin und her flitzen kann. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt natürlich nur eine Behelfsmöglichkeit. Ich kann Brücken auch schöner bauen. Werde ich euch demnächst beweisen. Da ist nämlich gerade ein Video in Planung für die Ideenschmiede, wo ich mich diesmal mit Brücken auseinandersetze, weil ich da halt echt schon oft drauf angesprochen worden bin und gefragt worden bin: Hier, wie sieht's denn aus? Willst du da nicht mal was machen? Und bräuchte mal ein bisschen Ideen und ein bisschen Input. Macht doch mal bitte. Da habe ich euren Wunsch erhört und werde auch dazu demnächst mal ein Ideenschmiede-Video machen. Gut. So, jetzt können wir eigentlich das Geraffel hier gleich wegmachen. Wobei, wir können es eigentlich auch stehen lassen. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, das einfach da hängen zu lassen. Aber jetzt haben wir zumindest die Brücke hier lang gezogen. Und ja. Ich finde, das kann man mal so lassen. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen hübsch. Oder auch nicht. Genau. Was jetzt auch noch spannend wird, was ich beim Bau beobachten konnte, ihr seht ja hin und wieder auch mal, wie der Meeresspiegel sich hebt und senkt, wenn hier irgendwie ein Getöse, ein Sturm auf dem Meer ist oder so. Und das wird richtig spannend, wenn mir das nämlich nachher passiert. Die ganze Halbinsel da hinten, die steht nämlich dann auch quasi unter Wasser. Und wenn das im Bosskampf passiert, dann habe ich mal ein richtig dickes, fettes Problem. Ihr wisst das ja selber, wenn ihr im Wasser seid, und fangt an zu schwimmen, steckt ihr eure Waffen ein. Und wenn mir das passiert, während ich mit dem Ältesten im Clinch bin, gute Nacht. Das wird dann richtig spannend. Ja, also da bin ich ja mal echt gespannt, was da passiert. Ist ein bisschen ein Glücksspiel. So, der Gedanke ist jetzt einfach, wenn ich mit dem nachher im Kampf bin, ja, ich weiß nicht genau, wie sein Bewegungsradius aussieht, ob der dann hier vielleicht im Wasser irgendwie auftaucht oder ob der hinten über die Landzunge lang flitzt, dass ich aber permanent die Möglichkeit habe, hier von der Brücke aus, ja, ihn halt mit Pfeil und Bogen zu behaken. Kann natürlich auch sein, dass der mir einfach diesen hier macht, ja. Und einfach die Brücke zerstört und dann war das Ganze für Umme. Ich befürchte es fast. Aber ich hoffe mal, dass sich das ausgeht. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Das gehört ja auch dazu. Nee, du sollst jetzt hier nicht rumschwimmen. Sonst säufst du ja gleich wieder ab, Kollege. Das war nicht so der Plan. So, ja, jetzt aber die Balken da, die müssen schon hin, ne? Also finde ich zumindest. Das ist jetzt ein bisschen doof. So, komm, lass uns mal eben was essen. Komm, lass mal Moltebeeren reinfahren. Hier, da nehmen wir was von und da nehmen wir was von. Also mit der Gesundheit, da habe ich ein bisschen Magengrummel. Wenn der mich nämlich ein, zweimal erwischt, bin ich weg vom Fenster. Ja, wahrscheinlich auch schon beim Eimer. Also. Mit der Ausdauer, denke ich, komme ich ganz gut hin. Aber das ist ja das Ganze, dieses ganze Gemüsefraß und alles, was nicht aus Fleisch besteht, das ist in erster Linie, das habe ich mittlerweile festgestellt, ist für die Ausdauer gut und alles, was Fleisch ist, hebt halt die Gesundheit. Und da ist es ganz schwierig, da so die Waage rauszufinden. Und vor allen Dingen, wenn du dich nur auf Gemüse konzentrierst, das sieht dann schon doof aus. Hey, bleib doch hier, Junge. Scheiße. Komme ich hier nicht mehr in die Karre rein. Nee. Nee, da muss ich wohl zurückschwimmen. Na ja, komm. Oh, Schwimmen auch verbessert. Ja gut, dann müssen wir es halt so machen. Dann müssen wir uns hier noch ein paar ganz normale Böden dran zimmern hier an das Ding. Und dann geht es halt da lang. Was soll das denn? So.
So, jetzt können wir hier noch einen Balken dran setzen. Das ist immer so, man muss sich immer so ein bisschen zu helfen wissen. Aber manchmal funktioniert es halt nicht, einfach nicht so, wie man es gerne hätte. Komme ich hier hoch? Nee. Doch. So, jetzt müsste es aber hier klappen. Genau. Und dann können wir hier noch einen dran setzen. Und der letzte geht hier dran. So, haben wir das zumindest so weit schon mal hinbekommen. Die setzen wir auch noch hier lang. Nicht, dass ich nachher aus Versehen runterfalle. Es wäre nämlich nicht so prall. Muss ich nicht haben. So. Das Geraffel kommt hier weg. Da werde ich gleich mal durchschwimmen und mir das Holz wiederholen. Fehlende Voraussetzung, jetzt haben wir kein Holz mehr. Dann holen wir noch mal schnell welches. Ja, ist jetzt erstmal nicht so spannend, aber gehört halt leider dazu. Ihr kennt das ja selber. Vorbereitung ist immer ein Teil davon. Und ja, es muss einfach gemacht werden. So leid es mir tut, aber es gehört dazu. Gut, dann setzen wir hier noch dahin. Den da so und das setzen wir hier hin und das setzen wir dahin. Dann haben wir hier so eine richtig schöne, ja, wie soll ich es nennen? So eine Laufrinne, sage ich jetzt mal. Ja. Also habe ich auch nicht das Problem, dass ich im Eifer des Gefechtes irgendwie dann nachher von der Brücke runterklatsche oder so. Das wäre nämlich auch nicht so toll. So, guck mal, jetzt hier. Jetzt spring doch drüber, du Vogel, du. So. Genau. Gut. Ja, für meinen Teil würde ich sagen, kann man das erstmal so lassen. Ist nicht schön, aber selten. Das holen wir uns auch wieder und das und das. Das ist nämlich alles wertvoll. Ja, das muss ich nämlich nachher nicht wieder alles neu zusammenfarmen, sondern kann das dann gleich hier einsammeln. Gut. Dann kommt den mal weg. Den mal weg. Mal kurz gucken, dass wir die Ausdauer regenerieren. Da können wir nämlich gerade hier rüber schwimmen. Plan war gut, nur leider taschenvoll. Ja, da passiert halt nicht mehr viel. Na gut, aber wir können es ja dann einsammeln, das ist ja nicht das Problem. So, was haben wir denn noch zu tun? Also ich bin tatsächlich überlegen, es gab ja mal die Möglichkeit oder die Taktik, rund um den Altar irgendwie auszuheben und das Ganze mit Lagerfeuern zu befüllen. Ja, sodass der quasi von vornherein beim Spawn schon Feuerschaden bekommt. Das wurde dann insofern so gefixt, dass es nachher nicht mehr ging. Oder es ging schon, aber dass die Lagerfeuer seitdem halt auch wirklich Schaden bekommen und sich abnutzen können. Ja? Also, grundsätzlich kann man es machen, aber da passiert halt nicht mehr viel in der Richtung. Beziehungsweise, er wird sicherlich Schaden bekommen, aber irgendwann sind dann halt diese ganzen Lagerfeuer weg. Ja, jetzt ist halt die Frage, wollen wir es so machen oder sagen wir, oder sage ich, nee, schaffe ich auch so. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass das sowieso hier echt jiggy ist, ja, bin ich fast dazu geneigt zu sagen, ach komm, wir probieren es einfach mal aus. Und machen das mal mit den Lagerfeuern drumherum.
macht für mich auf jeden Fall den Eindruck, als ob es jetzt nicht dumm wäre, das so zu machen. Irgendwo konnte ich doch hier auch schon stehen, ne? Da, genau. Dann kann man die Ausdauer auffüllen wieder. Sonst macht sie mich gleich blub, blub, blub und ich bin weg vom Fenster. Das muss ich jetzt auch nicht haben. So, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach nochmal an und entscheiden dann, wie wir es machen. Wollen wir gerade mal hinflitzen. So, hier müssen auch noch ein paar Pilze wachsen. Hier habe ich nämlich vorhin welche gepflückt. Ist nämlich ganz gut. Das ist so das einzige Gemüse, wo ich nachher wirklich Ausdauer herausziehen kann, beziehungsweise Gesundheit rausziehen kann. Der Rest gibt mir halt nur Ausdauer. Ich sag, bei dem Boss ist das nicht weiter schlimm, weil das ein sehr ausdauerlastiger Boss ist, wo ich nicht, wenn ich mich nicht erwischen lasse, natürlich, ja, nicht viel Schaden abbekomme, aber halt viel Laufen, viel Bewegen, viel Movement und vor allen Dingen auch viel Pfeil und Bogen. Ja. Was willst du denn, du Zwerg? So, also ich könnte tatsächlich hier rundherum Lagerfeuer machen. Da brauchen wir aber erstmal Stein dazu. Die Felsen an sich würde ich halt schon gerne stehen lassen, weil das ist immer nochmal eine Möglichkeit, sich dahinter zu verstecken. Ja? Also von daher, das würde ich gerne stehen lassen. Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach mit den Lagerfeuern und hoffen mal das Beste. Und bereiten das schon mal soweit vor, dass wir dann ja eigentlich in der nächsten Folge gleich mit dem Bosskampf starten können. Aktuell ist ja auch noch die Ausdauertränke sind ja noch in der Fermentation, hatte ich ja eingangs erwähnt. Und die möchte ich halt schon gerne noch mitnehmen. Aber wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Stein. Gott sei Dank ist hier so ein Riesenfelsen. Da können wir schon mal Stein holen und dann schon mal ein paar Lagerfeuer aufbauen. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich klappt das wieder alles gar nicht, so wie ich mir das vorstelle. Aber wenn wir gut ausgeruht sind, habe ich so die Hoffnung, dass es funktioniert. Jetzt bin ich wahrscheinlich schon voll, gewichtsmäßig. Genau, okay. Da muss ich gleich erstmal ein bisschen was ablegen. Ich glaube, das Kernholz können wir mal wegpacken. Ja. Legen wir es gerade mal fort. Zap, zap, zap. Hier, das ist auch wieder so eine Sparbrötchen-Konstruktion hier. Ja. Aber es funktioniert. So, da ist voll. Da hatte ich auch schon mal Pfeile vorbereitet, dass ich nachher nicht mehr so viele herstellen muss, beziehungsweise das auch noch in Angriff nehmen muss. So, hier haben wir wieder Federn eingesammelt. Also das ist auch zum Beispiel was. Federn habe ich hier eine Menge schon gekriegt, allein durchs Holzfällen. Ja? Also ich brauche noch nicht mal aktiv irgendwelche Vögel zu töten. Das finde ich schon mal ganz gut. Das kommt mir schon mal sehr entgegen, vor allem auch diesen Veggie-Gedanken dahinter. So, komm her, hier Steine eingepackt. Das ist natürlich auch gut, dann hast du mich schon mal eine direkte Verbindung da hinten hin und musst nicht außen rumlaufen. Da seht ihr doch schon mal, dass diese Brücke auf jeden Fall einen Nutzen hat. So, ihr seht es ja selber, hier steigt schon der Meeresspiegel. Also das wird echt spannend. So, man könnte jetzt quasi hier hin und hier hin und hier hin. Ja. So, dann macht man hier noch hin. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Okay, aber ihr seht ja ungefähr, was ich meine.
Ich würde einfach sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen Steine klopfen. Ihr müsst mir da jetzt nicht noch 3 Stunden zugucken. Bereite alles soweit vor, sodass wir dann auch in der nächsten Folge morgen gleich schon mit dem Bosskampf starten können. Ich bin mega gehypt. Ich freue mich irre drauf, weil das wird, glaube ich, jetzt mal so die erste richtige Herausforderung mit diesem ganzen Veggie. Alktür, das war relativ easy peasy, Lem Squeezy, habe ich den da umgenutzt. Ja, das war also nicht das Riesenproblem. Aber hier, das wird richtig spannend und eine echte Herausforderung. Okay, Freunde, das war's für heute auch schon wieder. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt, auch wenn es eigentlich nur gerade so die Vorbereitungsphase ist, aber es gehört halt dazu. Und ja, freue mich schon auf die nächste Folge und sage Tschö mit Ö.